Hallo Traders, Alexandros hier. Heute will ich mich mit der Frage auseinandersetzen, wann sollte man CFDs traden, wann Futures oder sollte man überhaupt eines der beiden vermeiden? Erstmal abonniere den Kanal, damit du keine Videos verpasst und drück das Glöckchen. Folg mir auf dem Weg als Student von Andrea Unger. Also, wir sollten mal klarstellen, was sind Futures? Futures sind börsengehandelte Derivate, die einen Händler dazu verpflichten, zugrunde liegende Vermögenswerte zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Daher auch Futures. Sie funktionieren ähnlich wie CFDs, da Händler auf der Grundlage des heutigen Preises eine Position zu zukünftigen Preisen einnehmen. Wenn die Preise in Zukunft steigen, steigt der Futures-Preis. Wenn die und die Instrumente können am Verfallsdatum weiterverkauft oder ausgeführt werden, um die maximale Belohnung zu erhalten. Futures werden durch gewisse Faktoren etwas kompliziert. Ich rede über Ablaufdaten, festlegende Mengen und strengere Regeln im Vergleich zu CFDs. Die Futures sind fast vollständig transparent und verfolgen den zugrunde liegenden Markt genauer als jeder CFD-Broker. Darüber hinaus verwenden viele CFD-Broker den Futures-Markt als Grundlage für die Festlegung ihrer Preise. Dies bedeutet effektiv, dass Futures für mehr Preisaufrichtigkeit zu bevorzugen sind im Verhältnis zu CFDs, obwohl die Auftragserfüllung oft etwas langsamer ist als beim direkten Handel mit einem CFD-Broker. Futures werden aus den gleichen Gründen gekauft wie CFDs. Futures-Händler sind daran interessiert, mit einem Blick auf zukünftige Preise zu investieren oder traden, um die Preisdifferenz zwischen dem Eintritt und dem Ausstieg der Position auszugleichen. Futures-Kontrakte werden gehebelt, weil sie einen anderen Wert haben als die zugrunde liegenden Vermögenswerte, auf die sie sich beziehen. Und sie können für einen zusätzlichen Risk-Reward-Boost auf Marge gehandelt werden. Daher, der Hauptunterschied liegt in den technischen Unterschieden zwischen den beiden Instrumenten. Futures werden an Börsen gehandelt. Daher marktgerechte Preise im Vergleich zu von Broker festgelegten Preisen mit CFDs. Dies garantiert, dass beim Handeln mit Futures im Vergleich zu CFDs eine höhere Preisintegrität besteht, obwohl dies mit den verschiedenen Beschränkungen von Futures-Kontrakten gegenüber CFDs verbunden ist. In seiner einfachsten Form ist es vielleicht am einfachsten, sich vorzustellen, dass Futures eine strukturiertere und weniger flexible Version von CFDs sind, die in Praxis viele ähnlichen Vorteile bietet. Jetzt zu den Vorteilen von Futures. Mehr Preistransparenz. Futures werden an offenen öffentlichen Börsen gehandelt und von verschiedenen Anlagetypen und Instituten gekauft und verkauft. Infolgedessen werden sie in einem im Wesentlichen großen oder mäßig liquiden Markt gehandelt. Was bedeutet, dass die Preise den Wert des Terminkontrakts und des zugrunde liegenden Vermögenswert tendenziell besser widerspiegeln. Tatsächlich werden viele CFD-Preise auf den zugrunde liegenden Futures-Marktpreis berechnet und dann an den Broker angepasst, wodurch die Preisgestaltung verzerrt wird, die beim Handeln mit Futures aber nicht vorhanden ist. Also die Preisverzerrung ist nicht vorhanden bei Futures. Kosteneffizienter für Trades mit hohem Volumen sind Futures. Aufgrund der Art der Provisionsstruktur sind Futures für Traders, die in erheblichen Mengen handeln möchten, häufig ko kostengünstiger. Futures sind im Allgemeinen für ernsthaftere Anleger konzipiert und bieten eine erhebliche Einsparung bei den mit dem Handel an Märkten verbundenen Transaktionskosten. Sie stellen daher eine kosteneffizientere Art der Geschäftsabwicklung dar, um häufig weitergehend ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Bei Futures sind die Kosten
die Kommissionen und der Slippage beim Trade. Bei CFDs ist es auch die Swaps, die Swaps, die dazu kommen, wenn du eine Position overnight halten willst, also wenn der Markt kurz geschlossen ist. Jetzt zu den Nachteilen von Futures. Weniger Liquidität als Broker-CFDs. Da CFDs größtenteils direkt mit dem Broker gehandelt werden, ist es üblich, dass der CFD-Broker in Situationen, in denen Positionen nicht direkt zugeordnet werden können, als Market Maker fungiert. Dies hat zur Folge, dass CFDs im Allgemeinen viel liquider sind als Futures, die an sich ein relativ liquides Derivat sind. Dies bedeutet, dass Bestellungen gemäß ihrer Anfrage und auf Auffrage ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie ihre Gewinne erhalten und ihre Auszahlung erhalten, sind bei der Ausführung ihre Abrechnungsentscheidung erwartet haben. Das Ablaufdatum. Während CFDs ins Infinitum oder bis das Geld aufgebraucht ist am Konto ausgeführt werden können, haben Futures ein festes Ablaufdatum, das nicht geändert oder modifiziert werden kann. Die Eintrittsbarrieren, die Futures haben, sind Futures sind bis vor kurzem für kleinere Trader zu teuer gewesen. CFDs haben da im Vergleich eine bessere Skalierung nach unten gehabt. Also, man könnte mit weniger Kapital auch kleinere Positionen im Markt aufnehmen bei CFDs. Seit etwas aber über ein Jahr gibt es auch die Micro-E-Mini-Futures, die uns erlauben, bei gewissen Futures auch viel kleiner zu traden. Ich werde demnächst auch ein Video über diese Art von Futures machen, wo ich auf die Micro-E-Mini-Futures eingehe und auf was man auf diesen achten soll, auf diesen Futures, wenn man diese traden will. Also, zurück zu unserem Thema. Generell sind Futures eher für ein bisschen größere Konten, da die Margin-Anforderungen größer sind und die Basispunktbewegungen auch. Also, um es zusammenzufassen, ich bevorzuge Futures über alles. Der Markt ist reguliert und einheitlich auf der ganzen Welt. Unsere Evaluierungen werden also auf verschiedenen Broker ziemlich identisch aussehen beim Traden. Abgesehen von den Abweichungen, die wir haben, die wir haben werden aufgrund von eventuell unterschiedlichen Kommissionen und den Ausführungen von Broker zu Broker. Der Markt ist ja ziemlich identisch. Ich würde versuchen, einen legitimen Broker zu wählen. Bei CFDs, wenn wir Positionen overnight halten, kann das sehr schnell sehr teuer werden. Wie ich mit Forex gestartet habe, habe ich ziemlich schnell auf CFDs gewechselt. Wie ich das gemacht habe, hatte ich die Kosten der Swaps unterschätzt. Die Overnight-Kosten mit den großen Kommissionen haben mir schon einen schönen Teil des Average Trade genommen. Natürlich kann man profitabel sein, auch mit CFDs. Wenn man aber solche Kosten umgehen kann, würde ich es direkt machen. Es gibt keinen Grund. Und da manche Futures nicht so teuer sind, mit wenig Kapital auch zugänglich, habe ich damals direkt zu Futures gewechselt, da ich diese Kosten nicht eingehen wollte, da es auch anders geht. Der regulierte Markt ist auch ein großes Argument gewesen, so schnell wie möglich auf Futures zu wechseln. Wenn wir schon auf ein Spielfeld spielen, wo die meisten verlieren, wieso nicht die besten Regeln suchen für uns und dort mitmachen? Also, danke für das Zusehen, viel Spaß beim Traden und bis zum nächsten Mal.